Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob ich die rausgehauen habe. Kann sein, dass ich die trotzdem veröffentlicht habe. Hatte ich ja sehr starke Ruckler-Probleme. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich habe so einiges eingestellt. Ich nehme jetzt auch über die Bildschirmaufnahme auf und nicht über Spieleaufnahme. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Grafik habe ich auch ein bisschen ausprobiert. Kann aber vielleicht sein, dass ich noch ein paar Ruckler drin habe. Da müssen wir erstmal ein bisschen schauen. Ich hoffe, es ist soweit okay. Wie gesagt, irgendwie bei diesem Spiel möchte mein PC, glaube ich, nicht mehr. Um zu verhindern, dass Krankheiten nach Paititi gelangen, untersagt Herrscher Chiqua hiermit vorübergehend allen Bürgern, die Stadt zu verlassen. Wer auch immer sich derzeit außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, darf sie nicht wieder betreten. Paititi leidet noch immer unter den Folgen der jüngsten Seuche, weshalb jeder weitere Ausbruch das ohnehin schon fragile Gleichgewicht aus dem Lot bringen könnte. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Und ich muss mir dann, wenn ich die Folge dann aufgenommen habe, nochmal schauen, wie es denn jetzt geworden ist. Problem ist jedoch bei Tomb Raider, eigentlich musste ich auch die Folgen hochstellen, die ruckelig sind, weil ihr verpasst dann so einiges von der Geschichte. Und ihr wollt ja auch soweit das noch mitbekommen, was wir erlebt haben. Lange dunkle Schatten rücken näher. Der Berg, schwarz wie die Nacht, ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kuyua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte, der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete. In den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kuyua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. So. Was haben wir denn hier? Noch mehr Text zum Lesen. Eine weitere Gruppe Kinder ist per Dampfer aus Kahn unterwegs. Behaltet von den 10, die ich geschickt habe, bitte vor allem einen Jungen namens Amaru im Auge. Er ist von allen am vielversprechendsten, zeigt jedoch Anflüge von Missmut und beklagt sich häufig, er würde seinen Bruder vermissen. Ich schlage vor, dass ihr für ihn einen speziellen Lehrplan erstellt, sodass er zu beschäftigt ist, um Heimweh zu haben. Ach, wir sind schon fertig. Story abgeschlossen, sehr schön. Aber wir klauen natürlich hier erstmal alles. Ach, ich dachte, hier liegt was. Da war auch gerade der Sound leicht weg. Wo geht sie denn eine Runde wandern, frage ich mich. Das können wir nicht einsammeln. Das können wir auch nicht einsammeln, lass mich raten. Das können wir auch nicht einsammeln. Halt! Niemand darf passieren! Ah, alles klar. Da kommen wir hin. Kommen die? Oh, verdammt! Wie kommen die bloß hier alle hin, frage ich mich.
und rüber mit uns. Oh, Scheiße, sie gibt nach. Oh ja, ich seh's. Lara, schnell. Wo springst du denn hin? Aber okay, geh eine Runde Bahn. Und ich habe das Gefühl, dass es nicht gerade flüssig läuft. Das sehe ich zumindest gerade bei OBS. Und... Scheiße, sie geht nach. Nur keine Panik. Dann bist du... Ich liebe das Spiel. Gelegentlich habe ich das Gefühl, dass die Steuerung leicht blöd ist oder mein Joystick gibt jetzt auch den Geist auf. Alles möglich. Wollte ich. Das war knapp. So ziemlich. Wir müssen garantiert nach unten. Ah, und gerade ziehen. Ich glaube, da ist ein Monolith. Kann das sein? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, ein Sticker macht auch nichts. Ja, das war deine Fantasie. Hier klettert auch kein grünes Männchen rum. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, alles klar. Sie kann nicht mehr tragen. Das ist wunderschön. Ach, genau. Das habe ich gesehen. Mich raten, das kann ich auch nicht einsammeln. Nö. Ach, nach oben. Ich wollte schon sagen, wo muss ich denn jetzt lang? Erstmal noch schön die Vogeleier klauen. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Da oben müssen wir hin. Leicht dunkel, das gute Stück. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Blutzeug. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Ich kann kaum den Boden sehen. Falls es überhaupt einen gibt. Was? Ich sehe den Boden. Der ist da unten. Und wir müssen nach unten. Sonst noch was hier? Na, nein. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Und wo ist der Fluss?
gefunden. Hier können wir, glaube ich, nichts machen. Ich schaue gerade so ein bisschen auf OBS. OBS. Okay, nämlich leicht bei mir. Ich hoffe, die Aufnahme ist trotzdem flüssig. Oh. Immer diese Ungewissheit. Da oben ist eine Schnitzerei. Clown? Nehme ich natürlich mit. Meine Taschen sind unheimlich groß. Sieht man mir nicht. Oh Gott sei Dank, sie hat's genommen. Und wir lassen uns mal eine Runde abseilen. Na komm. Ah, noch nicht schwingen, noch nicht schwingen. Einfach mal nach unten. Und da kommt sicher Wasser, oder? Dahinter muss irgendetwas sein. Oh, das ist nicht gut. Ja, das sag ich auch mal. Lara, wenn wir bitte gehen, anstatt das Wasser sich anzuschauen. Mich gleich wird hier alles voll und wir haben eine Arschkarte. Hä? Gerade was geleuchtet? Nein. Das Wasser hat aufge... Och, nö. Muss ich denn jetzt lang? Hier auf jeden Fall nicht. Ich will nicht tauchen. Aber vermutlich müssen wir dies, deswegen schwimmen wir eine Runde nach unten. Ela? Nee, sonst würden hier keine Luftlöcher sein. Da. Oh Gott. Ich glaube, wir hier kommen. Oh, hier kommen, müssten wir rauskommen. Na oha, Gott sei Dank hat sie so eine große Lunge. Dass wir hier ohne Probleme rauskommen. Warum hat sie jetzt einen Schwenker nach da gemacht?
Na, Gott sei Dank bin ich zuerst den anderen Weg gegangen. Gott sei Dank hat es sich so genommen. Ich dachte, ich werde wieder sterben. Na, nimm dich, halt dich fest. Lara, wie läuft's? Ach, so ziemlich ich bin gut. Über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Wo hat sie nur diese Muckis? Da! Bring mich nach oben. Halt dich fest. Hi! Ding rührt mich. Unuatu. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchi Chikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. War dran gewöhnt. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. OBS ruckelt. Ja, ich werde dich wahrscheinlich das öfter noch sagen. Vielleicht sollte ich dann... Ach, was mache ich dann beim Cut? Komm, quetsche durch. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh, gut. Ätzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ätzli. Traue deinem Instinkt. So, wissen die das? Wo ist denn die jetzt abgesegelt? Aber ihr Lieben, ich würde sagen, die Folge wird ein bisschen kürzer. Ich schau mal kurz, ob die Aufnahme... soweit was geworden ist. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.